Hallo und herzlich willkommen zurück zu Adam Wolf, Episode 3, Dame und Maler. Wir gehen auf Talkstation. Wir suchen ja noch den Ehering. So, Qualle aus dem Weg, hier kommen wir. Wir räumen hier mal alles weg. Dann tauchen wir gleich ein Stück tiefer. So, da liegt die Leiche. Das dicke Stahlseil nehmen wir mit. Und binden wir gleich hier mal an. Dann tauchen wir auf. Noch ein Stückchen höher. Machen das Seil hier am Haken fest. Wieder tiefer. Schnappen uns das Seil hier am Anker festbinden und schmeißen das Ganze jetzt runter. Alle guten Dinge sind drei. Dann können wir runtertauchen. Da ist der Ehering. Lisa. Arme Lisa. Da wollte uns noch jemand erschlagen, so nebenbei. Jemand hat versucht, mich zu sabotieren. Wir wollten uns ertränken. Okay. Wir haben hier alles. Jetzt können wir auftauchen. Bis ich zurück zur Küste komme, wird es ganz schön lange dauern. Wir werden auch schon erwartet. You know too much, Detective. It's time to eat dirt. Get 'em. Oh, wir haben ja noch unsere Pistole. Die haben wir mitgenommen zum Tauchen. Sie ist voller Wasser, damit kann ich nicht schießen. Eine Wasserpistole. Aber schlagen können wir immer noch damit. Atsch. Sleep now, for your time is ending. Träum weiter. So, jetzt sind wir eigentlich da, wo wir am Anfang von der Episode waren. Das Handy leuchtet auch in der Tasche. Allie, Sis? Eine neue Videonachricht. Stop looking for me. I am now just one step away from being timeless. Die schaut finster rein. Wo ist sie da bloß hineingeraten? Gut, wo sind wir jetzt hier reingeraten? So, wir schnappen uns jetzt einfach mal die Mittellinie hier. Und jetzt müssen wir mit dem roten Balken mitgehen. My head was still spinning, but I had to get off that bridge, fast. Ja, der schnellste Weg runter wäre ja zu springen. Das wollen wir ja nicht. Also müssen wir klettern. Pistole. Zum Glück haben sie es nicht gewagt, mein Bike anzufassen. Wir müssen zurück zum Ross. Und wir sind zu spät. Ross, speak to me. Come on, buddy, say something. Adam. They said I knew too much and killed me. But don't let that trouble you, Mr. Wolf. I was living on borrowed time anyway. It's time that I join Lisa. In fact, it's long overdue. If only there was a way for us to stay like this.
So, wir haben noch den Ehering. Den überreichen wir jetzt dem Ross. As in life, so be it in the afterlife. Together, forever. Thank you, Adam, for everything. Adam, it's not too late for your sister, as it was for me. The Timeless still don't have complete hold over her. All the answers you seek are behind those doors in the sewers, in the Timeless Hourglass Chamber. Take this. These clock hands will open up the Timeless Sanctuary. Set them to 6 o'clock. Okay. As I was watching Ross and Lisa truly depart, I realized that it's never too late. I had everything I needed to finally reunite with Allie. Wenigstens im Tod konnten sie zusammen sein. Wir verlassen auch das Haus und gehen jetzt wieder runter in die Kanalisation. Den Weg kennen wir ja inzwischen. This is where it all started. This is the spot where I encountered the supernatural for the first time. I never thought that looking into the symbol on my watch would lead me back here. Everything is connected. Behind these doors lie the answers to all my questions about Allie. So, den Uhrzeiger fügen wir jetzt hier in die Mitte. Und stellen auf 6 Uhr ein. So, das ist jetzt ein bisschen wieder gefinkelt. Das heißt, wir brauchen hier unten so ungefähr 5 vor 6. Das heißt, wir können den Stück halten und dann müssen wir mal einzeln klicken. Und er macht automatisch auf Stopp, wenn die Zeit passt. Das stellen wir jetzt überall ein. Hier drüben ist es ungefähr 9. Das heißt, wir können da ein Stück noch vorhopsen und dann wieder einzeln klicken. Auf der rechten Seite ist es ungefähr 3. Ups, okay. Oh, gerade sich ausgegangen. Also ungefähr 3 Uhr, ein bisschen vor. Und hier oben haben wir 12. Dann mal rein in die gute Stube unter Anführungszeichen. It's Adam Wolf. I'll end him once and for all. You had your chance and you failed. I shall take care of him. Observe. Mr. Wolf, your timeline will be severed here. Your oblivion is at hand. Any last words? Time to start talking before I start shooting. Talking? You know everything already. Now all you have to learn is how to die. How old are you? How much time you have wasted already? So, das dauert jetzt einen Rand. Wir müssen ein paar Mal. I told Allie we should have just dropped you into the water. But she is stubborn, as are you now. So. Tisk, tisk. So much heart and so little wisdom. How old are you? How much time you have wasted already? I told Allie we should have just dropped you into the water, but she is stubborn,
Care to try again, Mr. Wolf? So, jetzt knallen wir meine mit dem Revolver. And here I was playing it fair. I see that that will simply not do anymore. So, wir zerschießen den Felsen. Now feel the true power of the Timeless. No! Leave him alone! Allie, this is the point where your timeline diverges. There is no turning back from here. I got nothing but false promises from you. I won't let you destroy my brother! So be it. How good is your aim, detective? Will you bet the life of your sister on it? Okay, dann holen wir uns mal den Typen in der nahen Sicht. So, jetzt müssen wir warten, bis der Balken hier grün ist. Dann stoppen wir das. I will kill you. Will you now? Ende von Episode 3. So. Das war also jetzt das Ende von Episode 3. Dame und Maler. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mich würde es interessieren, was ihr von dem Spiel haltet bis jetzt. Schreibt es einfach drunter in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu abonnieren. Vergesst nicht, die Glocke einzuschalten. Weiter geht es dann mit Episode 4. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zuschauen würdet. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ich lasse euch den Abspann gerne noch ein bisschen laufen. Und sage Tschüss.